Hallo ihr Lieben, ich bin gestern von der Onstage zurückgekommen, die war nämlich am Samstag, heute ist Montag und ich zeige euch jetzt, welche Swaps ich alle eingetauscht habe. Das hier war mein Swap für Onstage und ich habe dafür eingetauscht ganz viele tolle Sachen, zum Beispiel diesen Swap hier von das Stempelmädchen. Das ist diese Gänseblümchenstanze, die habe ich auch benutzt und zwar für meinen Theme Swap. Da habe ich das hier gemacht zum Tauschen. Genieße den Tag, ein kleines Tässchen. Da ist ein Button drin mit einem Spruch, wie gesagt. Und der hier ist von das Stempelmädchen. Dann habe ich von meiner Teammama, von der Jasmin Schulze von www.stempeldochmal.de diesen tollen Theme Swap bekommen. Da haben wir schon am Abend vorher geswappt im Team. Richtig schön. Und jetzt kommen noch mehrere Team-Swaps. Und zwar war das hier von Razzi, auch aus meinem Team, aus Razzis Küche. Und Razzi ist die Cindy Hennig. Razzisbasteltküche.de heißt ihr Blog. Und diese tolle Marmelade nehme ich an. Das ist anscheinend eine Beerenmarmelade mit weißer Schokolade. Die habe ich schon in Sicherheit bringen müssen vor meiner Familie, aber die machen wir so bald wie möglich auf. Ich bin nämlich auch ganz arg gespannt, wie es schmeckt. Ganz liebe Grüße an die Cindy. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu geocachen. Gell? Und jetzt kommt von der Gudrun, das ist die Mama von der Eva aus meinem Team. Die kommt von stempelfantasie.de. Die hat diese tolle Weihnachtsbox gemacht, so eine Weihnachtstruhe. Die ist der Hammer. Es war auch ein Team-Swap. Wunderbar. Ganz toll. Von Britta Koa kommt diese tolle Zauberbox. Und irgendwas klemmt hier. Jetzt kriege ich es nämlich. Ah, jetzt. So. Das ist eine ganz tolle Box. Wenn man die hier nämlich einfach nur hochzieht, dann öffnet sich die. Und man kann rausholen, was da drin ist. 5 Minuten Weihnachten oder sowas. Das werde ich mir später mal ganz in Ruhe zu Gemüte führen. Die Britta hat die Seite www.plötzlichkreativ.com und sie macht auch YouTube-Videos, also guckt unbedingt mal vorbei. Dann habe ich von der Nadine Perleberg diesen tollen Swap bekommen, auch ein Team-Swap. Das sind selbstgemachte, gebrannte Mandeln. Lecker. Und die Verpackung ist so süß. Die trifft voll meinen Farbgeschmack. Ganz toll. Von der Katja Ettig von www.kleinestempelmiets.de habe ich diesen Teamswap bekommen. Der ist ganz toll. Da haben wir nämlich ein kleines Erinnerungsalbum gekriegt, wo wir uns Erinnerungen reinstecken können. Das sind lauter so Umschläge aneinander geklebt, finde ich eine tolle Idee. Ich habe das schon öfters mal in Bastelvideos gesehen, habe es noch nie selber ausprobiert. Aber in dem Fall mit der Pizzabox, das ist eine ganz tolle Idee. Wunderhübsch. Die Schleife mache ich, glaube ich, später, das dauert zu lang. Dann habe ich diesen Swap bekommen von der Marion Keil von www.stempelratzfatz.de. Da ist ein kleiner Adventskalender drin. Super, richtig schöne Idee. Dann habe ich das hier bekommen. Selbst gekauft, nur für dich. Mal gucken, was da rauskommt. Ist auch ein Team-Swap. Lecker. Anke Petzold. Oh, Winterbirnbad. Und so süße Poppy Planner. Oh, süß. Ganz klasse. Ich liebe Schachteln, Dosen, alles in der Art. Oh, ganz toll. Dann hier von mir für dich ein Swap von engelchen.ruppert, Anja Ruppert, www.stempelfuerengel.de. Das scheint ein Notizblock zu sein. Richtig süß. Auch mit den Framelits willkommen. Weihnacht oder Edschlitz. Und dann dieser. Ah, da habe ich schon reingespickelt. Das ist auch ein weihnachtlicher Swap. Da sind lauter so kleine Sachen drin. Das sind auch Post-its.
Das ist von der Silvia Herrmann, stempelninbayern.de. Und die hat mir auch einen ganz süßen kleinen Schutzengel noch gebastelt. Den finde ich so lieb. Ganz toll. Dann ist das Wort von der Britta Kohaupt. Von ihr war vorhin auch die tolle Zauberbox. Ganz lecker. Ein Teamswap von stempelbabsi.de, von der Barbara Gunia. Und da ist mein Lieblings-Emoji drin. Ach ja, ganz tolle Schlüsselanhänger habe ich bekommen dieses Mal. Klasse. Weil es gab auch von der Renate diesen tollen Schlüsselanhänger, Mainz 2017 mit den Mainzelmännchen. Den werde ich nachher auch gleich auspacken. Das ist von Renate Blitz, www.stempelnimsüden.de. Ganz toller Teamswap. Mein nächster Teamswap ist dieses schöne Album. Da kann man Sachen notieren und so. Eine kleine Schere. Das kommt von der Marion Pieper von www.stempelpaula.de. Von der lieben Tanja aus Berlin, stempelfrosch.de, habe ich diesen Teamswap bekommen. Das habe ich meine Kinder noch gar nicht gezeigt. Bitte nicht schubsen, ich habe Erdbeeren dabei. Meine neue Markttasche, ganz sicher, freue mich schon. Und von der Susanne Rehm habe ich diesen Teamswap hier bekommen. Stempel dir deine Welt, heißt ihre Seite. Der ist so toll, da ist sogar ein, ich weiß nicht, ob es ein Armband ist oder eine Halskette, muss ich nachher mal gucken. Ein bisschen Taschengeld, ein ganz toller, aufwendiger Swap. Dann kommt hier ein Weihnachtszucker von der Nicola Kunz. Wie heißt es? Stempelkunz heißt ihre Seite. Ups. Oh. Jetzt muss ich meine Kamera erst wieder beruhigen. Das sind die süßen Mini-Reagenzgläser, die es im Herbst-Winter-Katalog gibt. Toll, da habe ich auch noch eine Packung hinlegen, die ich mal verbasteln muss. Und hier kommt ein kleines Teelicht. Das kommt von Yvonne Haupt, decarthaus.de. Ach, die Seite ist aber noch in Bearbeitung. Also die findet ihr noch nicht, glaube ich, mit der Internetseite. Und hier kommt noch mal ein kleines Reagenzglas, aber ich glaube, das ist eher was. Ja, das ist Kräutersalz, nichts Süßes. Von der Vanessa Buch. Da finde ich jetzt gerade keine Internetseite. Süß. Habe ich hier noch was stehen? Ja, ich habe von der Katja noch diesen Swap. Stempelpapier und Co. Katja Lange. Und da gibt es eine ganz süße Lebkuchen. Form und Mainzelmännchen hat sie uns eingepackt. Und Katja, vielen Dank für deinen Tipp. Es ist schon bestellt. Diese Woche kommt es noch und ich denke an dich, wenn ich es angucke. Schön. Das ist der Teamswap von der lieben Eva. Mit Eva war ja was ganz besonders Schönes an der Onstage. So, ja, ich saß da und mir sind die Tränen gekommen. Ganz liebe Grüße an Eva. Alles Gute euch. So, und wie geht's weiter? Dann habe ich hier noch meine ganze Kiste mit lauter Swaps. So, hier habe ich einen kleinen Mini-Milchkarton. Der ist von Carmen Recht. Da ist eine kleine Rittersport drin. Ist auch eine süße Verpackung, die unheimlich schnell geht und total nett aussieht. Hier habe ich auch nochmal so ein Reagenzglas. Das kommt von der Doris Rosenberger. Schön weihnachtlich verpackt. Ein kleiner Mini-Elch zum Selbst-Zusammenbauen. Ganz goldig von der Michaela Schaal. www.derstempeltempel.de. Hier eine Zuckerstangenverpackung von der Nicole. Stempel-Nicole. Heißt ihre Seite.
Eine Karte Onstage Mainz 2017 von der Sabine Röder. Dann von Tinas Kreativbox, von der Bettina Ehlich, habe ich diesen Swap bekommen. Und es war schön, dich endlich kennenzulernen. Ganz liebe Grüße an Bettina. Ach ja, ich freue mich schon auf April. Ich hoffe, das klappt, dass ich dabei sein kann. Advent, Advent, ein kleines Teebeutelbüchlein. Das kommt von der Marin Waltje, kreativ in Bienenbüttel heißt ihre Seite. Auch nett. Hier kommt eine ganz tolle Diamantbox mit so Glitzerpapier. Wenn man das aufmacht, ist auch ein kleines Süßi drin. Und das kommt von Anna Sposato. Anna's Paperbox. Richtig goldig. Muss ich auch mal ausprobieren. Eine kleine Dose. Und die, wo das gemacht hat, die Alexandra Lauers, die scheint auch so eine Buttonmaschine zu haben wie ich. Ist ein kleiner Magnetbutton. Und das Praktische ist, der haftet natürlich in der kleinen Dose. Lasst uns feiern. Ein 11.11. Swap von Michelle Duscha. Papier.kram. Goldig. Onstage war ja am 11.11. in Mainz und natürlich denkt man da auch gleich an Fasching. Das ist von der Sylvia Nickel. Ein kleines Teelicht. Hier kommt noch mal ein Swap von der Eva. Frohes neues Jahr, eine kleine Wunderkerze von Stempelfantasie. Und dann haben wir hier eine Verpackung für. Ups. Ist das jetzt, hat sich das gelöst oder gehört das so krumm? Ich glaube, das gehört so, oder? Da ist ein Kaffee drin und das kommt von der Ina Hild. Dann habe ich hier einen kleinen Swap von der Eva Enz. Nochmal so was Kleines und da fehlt leider der Name. Da weiß ich nicht, von wem das kommt. Schade. Hier ist ein Rentier-Swap, nur für dich. Mit Schokolade, das kommt von Glaspapier Seife, Jutta Stromberg. Das ist schon süß, das kleine Rentier. Ein Lesezeichen von der Julia Ziegler. Embossed. Das hier, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das kommt von der. Kommt das von der Anke aus meinem Team? Es ist kein Name dran, also ich glaube, es kommt von Anke. Eine kleine Matchbox von der Ariane Palme. Team Silberstempel. Ah, und Angelas Karte. Angela Köber habe ich endlich kennengelernt. Die kenne ich über Facebook. Und die hat mir diese Karte hier getauscht. www.stempelfamilie.blogspot.de. Und das Tolle an der Ziehkarte ist, wenn er hier zieht, Herbstgrüße, dann wird es zu Winter. Draußen ist es kalt. Hier war es noch Herbst. Und hier wird es winterlich. Eine ganz tolle Ziehkarte, da freue ich mich ganz arg drüber. Die werde ich auch in Ehren halten. Hier kommt ein kleiner Kalender, Hobbyglück Bastelkunst von der Tanja Wipplinger. Ganz hübsch. Schön. Eine Katzenkarte. Die kommt von Kreativpapier, Kathleen Frohse aus Wolfenbüttel. Dann habe ich hier eine Wasserfallkarte. Hatte ich schon mal offen. Die ist wunderschön, wenn man hier zieht. Dann geht hier wasserfallartig. Gehen die Plättchen runter. Echt hübsch. Kommt da immer gut an, so eine Ziehkarte. Und die kommt von
Bärbel Kuhn. Dann habe ich hier nochmal von Gudrun eine Karte, die saß beim Abendessen dann neben mir. Die war, die ist auch aus meinem Team oder vom Team, nee, die gehört zu Stempelfantasie, aber ist auch eine Teamschwester oder Teamnichte von mir. Weiß nicht genau, wie sich da die Verwandtschaftsverhältnisse verhalten. Aber das ist eine wunderschöne Weihnachtskarte von der Gudrun. Das hier ist eine ganz tolle Karte. Also ich fand sie schon so wunderschön, aber als ich sie dann aufgemacht habe, da kam dann erst recht nochmal der Wacho-Effekt. Die Karte kommt von stempeleulchen@web.de. Dagmar Volke, wenn ich es richtig lesen kann. Und wenn man die Karte so aufmacht, so geht sie auf, dann öffnet sich hier dieses Genieße den Tag. Also das ist eine ganz tolle Idee. Aufpassen, dass ich sie nicht kaputt mache. Hier kommt nochmal eine glitzerige Weihnachtskarte mit Schneeflocken. Ganz schön. Und diese gestickten Framelits, die finde ich ganz toll. Achso, die kommt von Claudia Maser, Kreativblog. Dann haben wir hier nochmal eine Karte. Mit einem Fenster und einem Mädchen davor. Und ich fand die so schön. Wenn man die aufmacht, dann Fenster und genießt den Zauber der Weihnachtszeit. Und dann hat sie noch die Anleitung geprägt. Aber es ist natürlich auch toll, wenn man die Karte so verschenkt. Und dann kann man hier nämlich was draufschreiben. Dann muss man halt in die Karte was draufschreiben. Das ist immer so schade. Ja, und da hat sie die Anleitung gemacht. Christina Zielebak heißt sie. papiermitfantasie.wordpress.com heißt ihre Seite. Wunderschön. Ich schaue mich immer davor, gleichfarbige Karten zu machen, aber es ist einfach schön, das Weiß in Weiß. Und hier habe ich noch einen kleinen Swap, Mini-Swap. Da war bloß, da ist ein Name dabei. Und zwar war das dabei, die heißt Melly Heil. Aber ihre Seite finde ich jetzt nicht. Das ist so eine kleine Punchboard-Verpackung. Ist embossed. Silberfaden und so weiter. Und dann wird das hier zugebunden. Ganz süß. Also das sind meine Swaps von Mainz. Vielen Dank. Ich freue mich ganz arg, dass ich im Team Stempel doch mal bin. Ganz liebe Grüße an alle aus dem Team. Es war wunderschön mit euch und ich freue mich auf April. Liebe Grüße, eure Brigitte. Ciao!